dritter Schritt kriege, ich zeige euch, worum es geht, der Schritt nach hinten. Achte darauf, dass deine Füße weiterhin so stehen, 45 Grad. Auch wenn der Fuß nach hinten steht, sind es weiter 45 Grad. Auch wenn dein vorderes Bein sich einknickt, sind es weiter 45 Grad und du öffnest das so nachher. Der hintere Fuß bleibt auf diesem 45 Grad und der Abstand zwischen den Füßen ist wie in einer neutralen, damit du diese Rechts-Links-Komponente des Wackelns nicht so hast. Wir wollen damit die Beine, die Hüften öffnen und die Schultern für diesen Krieger. Darum geht's. Also es geht letztlich geht es um die Kriegerhaltung. Um diese Schulter, um diese geht's. Okay. Dynamisch. Hoch, nach hinten, in die Haltung. Der hintere Arm nimmt das hintere Bein mit hoch und zur Seite. Hoch, nach hinten, in die Haltung. Der hintere Arm nimmt das hintere Bein mit. Genau. Das ist die Übung. Hoch. Die Ferse, Knie, Standbein. Der Schritt nach hinten. Beide Beine gestreckt. Das vordere Bein einknicken. Achte darauf, dass du in der Hüfte einigermaßen flexibel, lebendig sein darfst. Die Arme. Wenn du die Arme hebst, du bleibst hier offen, in der Hüfte, wenn du die Arme hebst, gehen meistens automatisch die Schultern ein bisschen hoch. Lass die Schultern fallen. Lass die Ellenbogen fallen. Lass ein wenig die Spannung aus den Händen, aus den Fingern heraus und streck in deine Mittelfinger. In beide Mittelfinger. Die Schulter öffnet sich. Schulter öffnet sich und du drehst die Hand zurück. Das heißt, wenn ich die Schulter öffne, dieses Öffnen, lasse ich diese Spannung zurückgehen. Gehe ich in den nächsten Krieger, ich bringe meine Hüfte nach vorne, den vorderen Arm nach hinten, die Ferse nach hinten, den Arm nach hinten.